Du hast einen Lieblingskuchen und den machen wir. Ja, und zwar ist das der Sieben-Eier-Kuchen. Den esse ich sehr gerne, wenn mein Schwager Geburtstag hat. Das klingt mir sehr komisch, aber es ist tatsächlich so, dass meine Schwester seit 15 Jahren glücklich verheiratet ist. Und seit 15 Jahren backt sie jedes Jahr diesen Kuchen für meinen Schwager. Und ich freue mich jedes Mal und bekomme immer nur so ein kleines Stück davon ab. Weil die Familie so groß ist und es ist natürlich Geburtstag. Und irgendwann dachte ich mir, nee, jetzt gib mir mal bitte dieses Rezept, weil ich möchte den auch selber backen können. Ich weiß ja schon, was alles reinkommt. Ihr noch nicht, aber hier seht ihr es. 150 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, 300 Gramm Zucker, besagte 7 Eier und je 150 Gramm Butter, geriebene Haselnüsse und Schokoplättchen. Melissa, womit fangen wir an? Am besten mit dem Teig. Es klingt jetzt alles, als würde ich das total gut können, ne? Ja. Also ganz professionell natürlich mit dem Teig. Also schon mal Mehl, Butter und die Hälfte vom Zucker in die Rührschüssel. Eier trennen. Und zwar, bist du da gut drin? Dann mach du mal. Gib dir einen Trick. Immer auf einer geraden Fläche anschlagen, nicht hier, weil dann kommt keine Schale mit rein. So, siehst du, ich hatte das schon falsch gemacht. Sieben Eier sind ja eine gute Möglichkeit, es zu üben. Nur das Eigelb kommt zu den anderen Zutaten. Außerdem noch ein halbes Päckchen Backpulver. Dann Vollgas. Die Zutaten macht sich sozusagen aus dem Staub. Heraus kommt ein Teig. Es ist alles verrührt. Sieht es aus wie bei dir zu Hause? Es sieht aus wie bei mir zu Hause. Das finde ich gut. Und kannst du mal probieren, das ist so schon so lecker. Ich könnte ihn eigentlich auch so schon essen. Wenn das, also das finde ich toll, dass von einem Gast endlich mal die Aufforderung kommt. Kannst du den Teig mal so bitte probieren? Bitte, probier ihn. Lecker. Das Eiweiß wird natürlich auch benutzt. Das schlagen wir so lange, bis Eischnee daraus wird. Hinzu kommt die andere Hälfte des Zuckers. Melissa rührt auch jeden Krümel vom Rand. Du hörst dich an, als könntest du auch gut mit einem Betonmischer umgehen. So habe ich es mir auch gerade vorgestellt. Falls Sie mich für Ihren Hausbau buchen wollen, tun Sie das sehr gerne. Nachdem der Schnee steht wie eine Eins, rühren wir die Schokolade und Nüsse unter. Boah. Verdammt. Mhm. Kann man das nicht einfach schon so essen? Muss man das backen? Wir können das auch einfach so essen. Der Schornstein in der Mitte sorgt übrigens dafür, dass der Teig besonders gleichmäßig gebacken wird. Yeah. Aber wenn du noch so eine große Familie hast, dann muss ja immer, wenn es dann Essen gibt oder eine Party gibt, muss ja immer viel auch da sein. Ne? Mhm, also sagen wir es mal so, bei uns Persern ist das tatsächlich auch Tradition, oder beziehungsweise gilt es eher als unhöflich, wenn zu wenig da ist. Also es dürfte auch niemals passend sein. Es muss immer zu viel sein. Das heißt, es wird nicht nur ein Gericht gekocht, wie man es halt so kennt, sondern es werden drei oder vier verschiedene Gerichte gekocht. Muss alles voll sein, der ganze Tisch. Sonst ist das unhöflich, macht man nicht. Ist das so? Das finde ich toll. In die Form kommt nun erstmal der Mehlteig und obendrauf der Schokoladen-Nussteig. Und für gleich... Ich stell die schon mal hin. Wow. Füll mal ein, dann gibt's gleich ein Glas. Ja. Ganz ähnliche Formen wie diesen Gugelhupf gab's schon bei den Römern, habe ich gelesen. Weißt du, bei wie viel Grad der in den Ofen kommt? Bei 170. Und wie lange? Eine Stunde. Okay. Wo ist mein Glas? Wir trinken beide aus einem Glas. Okay. Guck mal, ich habe hier so tolle Glasstrohhalme. Sehr schön. Und das ist eine Bohle. Ich bin gespannt, ob sie dir schmeckt. Ich finde sie ganz toll, weil das ist eine Bohle ohne Alkohol. Da ist so Pfirsich drin, Sauerkirschen, Zitronenlimonade. Und Pfirsichstücke zum Ansaugen. Lecker. Ne? Hat was Frisches durch dieses Eis, wird es auch so ein bisschen cremig. Mhm. Es sieht aus wie so ein Sumpf im Schlumpfenland. Ganz ohne Alkohol, dafür mit jeder Menge Geschmack. Wir könnten jetzt schon mal hier die Schokolade vielleicht schmelzen. Die kommt ja auf deinen Kuchen drauf, oder? Ja. Die schmelzen wir am schonendsten im Wasserbad. Dann kann sie nicht anbrennen. Sieht das nicht toll aus? Aber nicht nur im Topf, auch im Ofen gibt es was zu sehen. Der Kuchen ist gleich fertig. Oh.
Sieht der so aus wie zu Hause? Der sieht genauso aus. Das sieht noch besser aus. Guck mal, und wenn man jetzt hier reinguckt, dann sieht man da die Schokolade, die ist so ein bisschen geschmolzen. Mhm. Oh, lecker. Der wird dir sehr, sehr, sehr gut schmecken. Ach, er duftet auch so gut. Und was machst du jetzt noch? Nur noch jetzt die Schokolade drüber? Alles klar, Seine Majestät der Kuchen ist bereit, seinen Schokoladenumhang zu empfangen. Da müsst ihr definitiv nicht sparsam sein. Immer druff mit dem braunen Gold. Davon könnt ihr nie zu viel haben. Und auch in Sachen Deko ist hier Masse erlaubt. Wir nehmen bunte Streusel und Baisertupfen. Magst du das Blech mal wegnehmen? Ja. So. Ach, ich finde, das ist der schönste Kuchen der Welt, den wir hier kreiert haben. Ja, und guck mal, der ist so einfach zu machen. Wenn man irgendwie Bock auf einen leckeren Geburtstagskuchen hat, ist das, glaube ich, wirklich echt eine schöne Geschichte. Das ist ein echter Feierkuchen. Wir sollten ihn jetzt noch anschneiden. Sehr gerne. Oh, 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 it's magic. Oh, der sieht ja fantastisch aus. Wow, 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 wow. Wow. Ich will einen Hauch von nichts. Mhm. Das ist ja verrückt. Das ist sehr schokoladig, schmeckt sehr lecker nussig. Mhm. Das ist so ein Allzeitkuchen. Den kann man immer essen, ne? Mhm. Keine Feier ohne Eier. So toll können 7 davon aussehen. Im fantastischen Kuchen mit Nüssen drin und Schokolade drumherum. Probiert's aus. Wenn ihr alle Rezepte noch mal braucht, weil der Kuchen gefeiert werden muss, das machen wir ja hier schon zur Genüge, aber ihr könnt gerne mitfeiern. Alle Rezepte gibt es nämlich noch mal auf six.de. Da könnt ihr sie noch mal angucken, alles besorgen, was man braucht, sie dann alle nachbacken. Und dann könnt ihr sie für uns fotografieren. Wir freuen uns immer über Kuchenbilder. Sehr. Unter dem Hashtag Sweet and Easy können wir sie uns dann ja auch sehr gut angucken. Und wir machen jetzt hier den Kuchen noch platt. Wir essen einfach weiter.